Sie sind hier, vergrößern, verkleinern. Primoz Roglic war in den Vereinigten Arabischen Emiraten nicht zu schlagen. Urheberrecht Getty Images. Der Slowene Primoz Roglic hält in den Vereinigten Arabischen Emiraten Alejandro Valverde in Schach. Emanuel Buchmann kann überzeugen. Radprofi Emanuel Buchmann hat bei der UAE Tour in den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Top-Resultat eingefahren. Auf der Schlussetappe über 145 Kilometer durch Dubai behauptete der Ravensburger vom Team Bora Hansgrohe seinen vierten Platz in der Gesamtwertung mit 56 Sekunden Rückstand auf den Sieger Primoz Roglic, Slowenien. Der Kapitän des Teams Jumbo-Visma triumphierte mit 31 Sekunden Vorsprung auf den spanischen Weltmeister Alejandro Valverde. Movistar im Massensprint am Dubai City Walk setzte sich am Samstag Buchmanns Teamkollege Sam Bennett aus Irland durch und feierte seinen zweiten Saisonsieg. Als bester Deutscher kam auf dem siebten Teilstück für Bauhaus Bocholt Bahrain Merida als sechster ins Ziel.